So, meine Freunde, und damit sage ich mal willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Football Manager 2018. Wir sind die Saison bislang sehr gut gestartet, was die Ergebnisse angeht. 4 Siege aus 4 Spielen. Die letzten beiden waren leider etwas unnötig knapp, sagen wir mal, aber man kann ja noch daran arbeiten. Und das, hoffe ich, werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten tun können. Vor allem, da sich die Mannschaft ein bisschen einspielen muss. Wobei, wenn ich ehrlich bin, so viele neue haben wir gar nicht. Dann Lilo, Leno. Ansonsten, der Startelf ist niemand neu, ne? Kann auch Wendell. Aber der spielt ja nicht immer von Anfang an. Deswegen, naja. Was ich mir gerade überlege, ob man eventuell Goretzka als Spielmacher einsetzen könnte und dafür Wendell ins zentrale Mittelfeld, da Götze halt weiterhin nicht sehr überzeugt. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Da wir ja noch genug Spiele haben, wo wir das nacheinander austesten können. Der Hut ist wieder da. Beziehungsweise kommt zurück in sein altes Wohnzimmer. Ist er Stammspieler in Stuttgart? Natürlich ist er das. Naturellement. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Er ist ja kein schlechter Spieler. Also Reus ist wieder komplett im Training. Oh, das kommt noch eine englische Woche in der Bundesliga. Das ist natürlich ein hartes Auftaktprogramm. Stuttgart, der HSV und Gladbach muss man erst einmal schlagen. So, ich tue mal Bart drauf die Bank, wie sehr du. Da ja etwas Kondition verloren hat wegen den Reservespielen. Ansonsten Wendell für Weigel und damit gehen wir ins Spiel. Ober braucht leider noch bis zu 3 Wochen, heißt, er wird in den nächsten Wochen schon fehlen. Ich denke mal, diese 6 Spiele, 5 Spiele wird er fehlen. Danach gegen Frankfurt wird er wieder topfit zurückkehren. Mehr oder weniger topfit. Ich erwarte natürlich nichts anderes als einen Sieg zu Hause gegen Stuttgart. Denn wir wollen natürlich zeigen, was unsere Ambitionen sind diese Saison. Ist auf jeden Fall mindestens Platz 2, sage ich jetzt einfach mal. Erster wird wohl zu 99% Bayern, das ist klar. Aber wir wollen uns erst einmal dahinter etablieren. Götze schon auf Reus, Reus auf Jamolenko. Ui. Hätte man vielleicht flach auf Isak spielen können. Da meiner Meinung nach die bessere Chance hatte. Also die bessere Position zum Einnetzen, aber ich will ja nicht meckern. Da schon Isak. Jamolenko. In der Mitte ist jemand. Götze. 1 zu 0 Götze, Folge Jamolenko. Und ein Riesenkompliment an Alexander Isak, wie er den Ball behauptet hat. Das hat gut ausgesehen. Vom jungen Schweden. Götze, schön auf Reus, Reus, Reus.
Schade. Guerrero auf Yarmolenko. Die nächste Chance, Isak. Hm. Ich muss sagen, diese neue Spielgeschwindigkeit, die wir benutzen, also eine Stufe langsamer, gefällt mir schon sehr gut, bringt. Goretzka aus dem Hinterhalt mit dem 2:0. Perfekt. Bislang ein sehr gutes Spiel. Also was ich sagen wollte, diese neue Spielgeschwindigkeit bei den Highlights finde ich schon deutlich besser. Es war nur eine Stufe langsamer, aber das bringt ein bisschen mehr Spannung. Vor allem, wenn dann man im Strafraum ist und man auf den Abschluss wartet. Und man hofft, komm, schieß, schieß, schieß. Da erkennt man alles viel besser. Viel deutlicher. Also danke auf jeden Fall an denjenigen, der Mistus seinen Kommentar überhaupt erst dazu gebracht hat, die Stufe um wenigstens einen Punkt runterzustellen. Goretzka. Okay, bislang ein sehr souveränes Spiel von uns. Ich hoffe nur, dass es mit dem 2:0 in die Pause geht. Also ein Gegentor würde da die Sache unnötig spannender gestalten. Und das muss man ja nicht unbedingt erzwingen. So, 2:0. Und ich glaube, bei so einem Spielstand kann man ruhigen Gewissens Reus direkt in der Pause raustun. Für Maxi Philipp und dann Nilo. Auch eine Pause, dafür kommt Jeremy Tolle ein bisschen Spielpraxis sammeln. So, loben darf man die Jungs natürlich auch. Wenn man gut spielt, dann sollte man auch das Loben nicht vergessen. Spielt man schlecht, kritisiert man. Spielt man gut, muss man auch loben. Immer nur kritisieren, das ist auch irgendwie... Das macht die Spieler, glaube ich, nur als zu sehr fertig, wie ich finde. Götze, Isak, schade. Also Isak hat jetzt noch nicht diese Torgefahr wie in Aubameyang, aber er ist schon ein sehr souveräner Spieler. Und dieser Schuss von Yarmolenko ist mal wirklich komplett... naja, daneben gegangen, sagen wir mal. Isak, so viel zum Thema Torgefahr. 3:0, sehr schön. Und ich denke mal, Marcel Schmelzer dafür Guerrero spielen. So. Damit haben wir alle drei Wechsel getan. Ich denke mal, dass wir das Spiel auch gewinnen werden. Es müsste schon eine Menge passieren, damit wir das noch aus der Hand geben. Schmeller ist so schön. Götze auf Philipp. Philipp, Isak. Ja. Da kritisiert Mario Götze und der macht heute ein richtig gutes Spiel. Spielt feine Pässe, hat das 1:0, glaube ich, geschossen. Ja, das 1:0. Ich freue mich, dass sie es mir immer schwieriger machen. Zu entscheiden, wer spielen soll und wer nicht. Wendell, Schmelzer, Isak. Schon geklärt von Isak. Götze mit einem Weltklasse-Pass auf Yarmolenko und der vergibt leider wieder. Etwas unglücklich. Aber auch mit einer Vorlage heute. Wendell. Auch mit einer 7,6. Wir haben eine große Konkurrenzsituation im Mittelfeld. Ja, da wurde Rafinha bis... Och komm, wirklich. Toljan, bitte. Du hast Rafinha... Das war deine Schuld. Du hast Rafinha so unglaublich einfach vorbeilaufen lassen. Das darfst du nicht machen, Jeremy. Das darfst du...
Nee, damit hast du die wirklichsten Eigentor geschossen. Da muss man dranbleiben. Aber zum Glück war das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Goretzka gut in Form. Ja, das ist er. So, nach 3 Spieltagen sind wir Erster. Noch nicht wirklich aussagekräftig, aber schön zu sehen, sowas. In U23 gibt es da eigentlich irgendwelche großen Talente, die Spielpraxis brauchen? Nee. Ich glaube, es ist entweder verliehen oder spielende U19 wie Zagadou. Oder Sancho, aber der ist ja auch ausgeliehen. Zum SV Darmstadt, 98. Okay, Thomas Beckert. Gut. Also die U23 kann man jetzt erst einmal so ein bisschen außer Acht lassen. Und Philipps Wechsel ist ebenfalls komplettiert worden. Das freut mich. Sehr schön. Philipp geht, Mike King kommt. Alles wie ich es mir wünsche. Zagadou wird immer besser. Sokrates ist schon 30 Jahre alt, beziehungsweise mit 30 sind immer noch nicht so alt. Stimmt, sollten wir vielleicht mal ein paar Verträge verlängern. Mario Götze, noch 2 Jahre. Den will ich auf jeden Fall verlängern. 9,95 Millionen. So, natürlich so bis 2023. 8,85 mal als Basis. 9,1. Gut, 9,1 ist gut. Okay. Und 3 Jahre verlängert. Castro müssen wir erst einmal nicht. Der ist auch schon 31. Und Marc Bartra ist sowieso Ergänzungsspieler geworden. Ja, und Weinfelder, der wird ja nach der Saison, denke ich mal, die Karriere beenden. Wobei, ich guck mal zur Winterpause. Vielleicht verlängere ich den Vertrag noch einmal um ein Jahr. Wer weiß. Wenn man einen souveränen Torhüter haben kann, sollte man das auch schätzen und ihn deswegen ein bisschen behalten, wenn es geht. So, jetzt geht's erst einmal zum HSV. HSV. So, Schubert möchte Beste kaufen. Nee, den habe ich nicht wirklich vor zu verkaufen. Spiele wieder eine hervorragende Zweitligasaison. So. Ach, was ich ja machen wollte, ist ja das Scouting, die Spieler, die mir angeboten wurden. Wo war das nochmal? Das war ja direkt nach dem Champions League Spiel. Hier, Scouting Meeting. Können wir ruhig weiter scouten, Moiskin nicht. Haben wir schon gekauft. Panagiotis Retsos. Kann man weiter scouten. Tyler Adams. Okay, der kann schon auf vielen Positionen spielen. Kann man ruhig mal weiter scouten. Oliver. Kann man scouten? Ja, gut, das war's. Was machst du die U19? Ein Spiel verloren. Naja, passiert. So, jetzt kann Weigel wieder für Wendell.
Wendell rein. Wobei, komm, sammeln noch ein bisschen Spielpraxis.